Wir kommen zurück zum Frosttor in Guild Wars 2. Genau, wir sind letztes Mal hier angekommen. Und bevor wir aber hier rein in die Mission reingehen, denke ich mal, ja, sollten wir vielleicht mal gucken, Inventar. Das ist ziemlich voll. Wir haben einen Starschlüssel. Könnten wir mit einem Starschlüssel vielleicht, ich weiß gar nicht, 40 Gold. Ich glaube, den verkaufen wir hier. Wir haben auch einen geileren Bogen bekommen. Ziemlich geil. Und was ist denn das hier? Das ist der Vampir-Gipfelhammer der Ampere. Achso, alles klar. Ja, den natürlich nicht verkaufen. Obwohl, wie viel Gold bringt der? Ich glaube, ich verkaufe den doch. Ich verkaufe den doch wissentlich einfach deswegen, weil er so viel Gold bringt und ich normal eigentlich eh keine. Ich will die ganzen Kriegerfähigkeiten, die will ich ja eh austauschen. Ich möchte jetzt erstmal hier einen Kaufmann finden. Moment, ich will jetzt erstmal meine Sachen hier zerhackstückeln und am besten in irgendeine Truhe legen, die hier vielleicht ist. Zack. Ja. So. Haben wir hier eine Truhe? Ja. Perfekt. So, dann kann ich nämlich den Shit hier nämlich schon mal einlagern. Und den Rest verkaufen wir. Wo waren hier der Händler? Da. Und dann kann ich auch gleich mal so ein, weiß nicht, Profi-Werkzeug? Nee, ich glaube, ein Profi-Werkzeug brauchen wir jetzt noch nicht. So ein normales erstmal, würde ich sagen. Das kaufe ich dann. Ja, ich würde das wirklich verkaufen. Das war gewollt. Mein Flachbogen der Abwehr ist 8 bis 11. Ich habe aber ein 10 bis 16. Ja, ist richtig. Nee, nicht Lebewohl, sondern. Ein so ein Ding. Ah, hier haben wir noch einen, der Gruppe am Suchen ist. Nein, ich will erstmal suchen. Müsste jetzt nicht eigentlich hier auftauchen, dass jemand nach einer Gruppe sucht? Nö. Okay. Scheinbar nicht. So. Folgendes. Was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Heilerin. Wir brauchen Kämpfer. Wir brauchen Magier. Was brauchen wir noch? Bogenschützen brauchen wir nicht. Bin ich ja selber. Wir haben letztens mal den Raufbolten mit. Ich weiß gar nicht, was ein Sekira ist. Was macht das? So, machen wir das jetzt diesmal so, die Gruppe. Und dann betreten wir das Frosttor. Da müsste es eigentlich darum gehen, Katapulte zu zerstören. Na genau. Durch den Gas-Askalon sicher passieren können. Holt den Getriebehebel
aus dem Zwergenfort, um das Posttor zu öffnen. Genau. Na, Missionsziel. Wollen wir mal diese Gegner hier attackieren? Oh, wie gut das geht. Minotaurus greift mich an, Leute. Minotaurus. Auf Doom. Mies, die wollen ja explizit irgendwie auf meine Heiler rauf. Lol, da kann ich auch noch lang. Kann ich denn überall lang? Das ist so eine sehr miese Sache. Oder der will auf mich rauf. Auch sehr mies. Alter, da ist noch einer gespawnt. Oh, hier geht's gar nicht weiter, oder? Oder wie sehe ich das? Hier geht's tatsächlich nicht weiter. Höchst interessant. Ich dachte, da würde es weitergehen. Die Minotauren immer auf die Heiler gehen. Die sind mies. Aber das geht noch. Also das halten wir noch gut aus. Aber ich glaube, das war auch eins der Probleme, die ich hatte hier, warum ich das nicht so geschafft habe. Ist jetzt doch aber ziemlich easy. Boah, ich hoffe mal, ich gehe richtig. Hallo. Immer ein Damage auf den mache. Das ist total viel. Aber das funktioniert alles, denn meine Begleiter, die machen ja auch mega Damage. Hier waren irgendwie auch welche gewesen. Kann ich da lang? Muss ich da lang? Ich weiß das gar nicht. Ich gucke lieber nochmal vor sich selber auf die Map.
Ne, ich bin richtig. Ach du Scheiße. Warum sind da so viele? Könnte es unser Scheitern bedeuten, dass da so viele sind? Ach, Moment. Wo? Ach, Prinz Dingsbums ist auch da, oder was? Ach, die kämpfen da jetzt an. Ach, wir gehen jetzt einfach mal ins Getümmel. Weil sie scheinbar Eisgolems genauso wenig mögen wie wir. Das war ganz gut, dass wir abgewartet haben. Eine sehr gute Taktik. Da ist auch das erste Katapult. Was macht denn der da? Schöne Aussicht. Irgendwas fallen gelassen? Ja, da hinten. Die Goldmünzen. So, Katapult kaputt machen. Ich denke mal, dann öffnet sich ja automatisch das Tor. Und ich habe einen Moralschub bekommen. Ich sollte vielleicht auch nochmal hier das Dingens öffnen, so. Ja, wow, wer hätte das gedacht, dass sich automatisch das Tor dann öffnet? Naja, so schwer war das jetzt doch nicht. So. Ein Katapult haben wir schon mal. Jetzt die Frage, wo... Ach nee, hier ist die Frage nicht, wo lang. Hier ist es einfach rund, ne? Hier war mein Fehler, als ich das alleine mal versucht habe, immer den Gegner auszuweichen. Und dadurch nicht zu leveln. Beziehungsweise dadurch nicht die Möglichkeit zu bekommen, einen Moralschub zu ergattern, weil das bekommt man ja auch dadurch, dass man ganz viele Gegner besiegt. Und das ist immer ein sehr großer Fehler. So, im Endeffekt ist es aber egal, wenn ich jetzt zack. Ja, das ist rund, ne? Also egal, wo ich lang gehe. Und dann kommt auch schon das nächste Katapult. Na, so. Nee, wir wollen hier aber mal alle Gegner so gut wie möglich besiegen. Na? Geht ja gar nicht, wenn wir die einfach hier zurücklassen.